Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal wieder hier mit Leon S. Kennedy unterwegs. Und genau, wir haben das Polizeirevier weiter erkundet. Sind jetzt hier aber im dritten Stock. Und dann würde ich mal sagen, jo, erkunden wir es uns mal. Wir haben beim letzten Mal eine Abkürzung in der Haupthalle geschaffen. Und sind jetzt dabei, weiter hier auf Erkundungstour zu gehen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. An diesem Sonntagnachmittag tatsächlich. Es ist hell draußen, deswegen ist es nicht ganz so gruselig für mich. Wobei doch eigentlich schon, wenn ich das hier schon wieder so sehe, wie dunkel das hier ist. Alles klar. Ja, seid herzlich willkommen zurück. Resident Evil 2 geht weiter. Und ja, gerade eine anstrengende Empire-Session gehabt. Aber, ja, wer von euch, der aus Empire guckt, weiß, wovon ich spreche. So, jetzt haben wir hier einen neuen Raum. Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Okay, was haben wir hier? Ein rostiges Rad. Oh nein! Ein viereckiges Loch. Scheiße. Ich brauche hier eine Kurbel. Och nö, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche hier eine Kurbel. Das ist so ein Maschinenraum oder so. Scheint kaputt zu sein. Funktioniert jedenfalls nicht. Mist. Okay, alles klar. Das war's dann mit dem dritten Stock. Da brauchen wir die Kurbel für. Alles klar. Da kann ich dir mal eben holen. Und währenddessen euch einfach mal danken, dass ihr so zahlreich dieses Let's Play guckt. Das ist ja wirklich unfassbar. Ich meine, Resident Evil 2 ist halt ein Meisterwerk, ne, von Capcom. Und ich finde es gut, dass nicht nur ich das sehe und ihr auch noch diese alten Teile quasi abfeiert. Finde ich echt cool und an dieser Stelle auch mal vielen Dank. So, jetzt haben wir hier wieder... Wartet mal. Hätte ich da nicht die Abkürzung direkt nehmen können? Ich muss nämlich zu der Kiste zurück und da hätte ich eigentlich die Abkürzung nehmen können. Ich Idiot. Naja, gut, egal. Gehen wir halt hier lang. Stopp! Stopp! Wir sind am Stars-Büro. Hier gehe ich nochmal kurz rein. Weil... Ihr habt mir was gezeigt, beziehungsweise was gesagt, und zwar... Hier, dieser Schreibtisch. Völlig verwüstet. Jemand muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Hier soll es ein Easter Egg geben. Das heißt, wenn wir jetzt hier ganz oft draufdrücken... Vielen Dank, lieber Saphirstern. Hier einmal an dieser Stelle. Dann kommt irgendwann... Reagiert Leon und dann kommt irgendwann ein Easter Egg. Und da, das würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. So. Völlig durchwüstet. Völlig verwüstet. Jeder muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Irgendwie 40 oder 50 Mal oder so. Und die Mucke hier, die passt auch gerade, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, also ich bin echt froh, dass ihr dabei seid. Und auch wenn ihr mir teilweise nachsehen müsst mit meinen Fails. Aber ja. Das macht das Let's Play doch aus, diese Anteilnahme von euch. So, was haben wir denn jetzt hier? Irgendwann, liebe Freunde, irgendwann kommt hier wohl ein Easter Egg. Ha! Schaut mal da. Ein Film. Auf einmal einen Film bekommen. Ja, seht ihr das? Das ist quasi das Easter Egg. Und den würde ich sagen, können wir den doch mal entwickeln gehen. Da unten. Da unten ist ja so eine Dunkelkammer. Wo wir einen Film entwickeln können. Da würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drauf ist, ey. Ich habe das, glaube ich, erst...
Nee, ich habe es noch nie gesehen, das Easter Egg. Ja, bin ich mal gespannt. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und dann im gleichen Zug können wir direkt die Kurbeln holen. Also das passt alles logisch. Von daher ist das jetzt auch keine Zeitverschwendung gewesen. Sondern es ist einfach ein cooles Easter Egg. So. Er hat wohl auch gesagt, dass ich da das andere Easter Egg verkackt habe, das erste. Aber ja, war so klar eigentlich, ne? Na gut. Das war wohl draußen irgendwo. So, diesen Läuferstecker, den brauchen wir ja erstmal nicht. Das kann ich gleich nachladen, das kann ich drinnen lassen. Die Kurbel werden wir brauchen. Und dieses grün-rote können wir eigentlich auch reintun. So, dieser eine Shotgun-Schuss, der nervt mich immer noch. Na gut. So. Wir können das hier verbinden. Und die Muni dann wieder da reinpacken. Alles klar. Sonst ist das eigentlich relativ ordentlich, muss ich sogar sagen. So. Aber die Heilung hier unten. Die Story-Items hier in der Mitte. Und hier oben die Waffen. Sollte passen. So, jetzt aber, Leute. Freunde. Was ist in diesem Film? Hier war das ja. Und? Rekrut. Ah, schaut mal. Das ist Rebecca. Voll jung sieht die aus. Und voll die dünnen Beine. Aber ja, liebe Freunde, Rebecca Chambers. Cool. Film D. Cool, also ein Bild von Rebecca. Somit wissen wir auch, wer der Neuling ist, ne? Rekrut. Aus dem Stars Büro. Es ist Rebecca. Rebecca Chambers. Die lernen wir, glaube ich, zum ersten Mal in Teil 4 kennen. Ich bin mir da nicht so ganz... Habe ich jetzt die Kurve mitgenommen? Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, die kommt in Teil 4, wenn wir das spielen. Ja, interessantes Easter Egg auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Saphir-Stern. Oh Gott, bitte nicht hier, ey. Kommen jetzt wieder diese Arme raus. Nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht, ey. Puh, da habe ich mich jetzt mal übelst erschrocken. Aber dann können wir eigentlich auch schon wieder hochgehen. Wir gehen halt durch die Haupthalle. Ich weiß, wir gehen gerade einen ziemlichen Umweg, aber das ist der Weg, den ich jetzt gerade so im Kopf habe. Ach ja, dann bin ich mal gespannt, was da oben noch ist. Weil nur da oben geht es weiter. Glaube ich zumindest. Oder wartet mal, geht es nur da oben weiter? Jetzt? Nee, da geht's noch weiter. Quatsch. Aber ich möchte halt dennoch da oben hingehen. Erstmal. Damit wir den linken Flügel quasi erstmal komplett abgeschlossen haben. So, da sind wir schon wieder in der Haupthalle. Und dann können wir hier jetzt quasi unsere Abkürzung nehmen. Meine Güte. Wollen Sie leider darauf klettern? Ja. Ich baue mir beim letzten Mal hier schön diese Abkürzung und nutze nicht. Ja gut, okay. Dann sind wir wieder hier. Am Anfangspunkt. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir jetzt eine Kurbel dabei haben. Und mal gucken können, was wir da oben haben. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich bin nämlich nicht so ganz sicher. So, hoch da, Leon. Es gibt da oben noch was zu tun für dich. Ja, und generell habt ihr so ein bisschen geschrieben, wie so... Leon, was mit ihm eigentlich... Ja, im Vorfeld von Resident Evil 2 quasi passiert ist. Im Prinzip ist er, sollte er eigentlich viel früher ankommen in Raccoon City, bevor dieser ganze Überfall stattgefunden hat. Aber ja, er hatte halt zu kämpfen mit einer Trennung von seiner Partnerin und deshalb hat er ein bisschen über die Stränge gezogen mit dem Trinken. Und deswegen ist er quasi zu spät gekommen und hat jetzt nur noch die Überreste hier. So, was haben wir jetzt hier?
eine Treppe. Und die Kurbel ist weg. Okay, die Kurbel ist weg. Brauchen wir die schon gar nicht mehr. Okay. Das ist jetzt interessant. Aber Treppe. Hoch hier. Oh, Karte? Was sagt die Karte hier? 3F noch, okay. Alles klar, was haben wir denn hier? Okay. Da geht es auf jeden Fall raus. Und bewegliche Zahnräder. Das Getriebe für die Uhr. Die Räder sind sauber. Was ist hier? Sieht aus wie ein Schalter. Und sie benutzen... Ja, mach mal. Oh. Schaut mal da. Dieses Zahnrad greift nicht in das andere rein. Da fehlt was. Da fehlt ein Zahnrad. Aha. Okay. Das heißt, es ist ein anderes Rätsel noch. Gut, aber wir können ja hier raus. Die Eisenplatte scheint erst vor kurzem angebracht worden zu sein. Hä? Das ist doch eine Tür. Das ist doch keine Eisenplatte. Okay, alles klar, dann halt doch nicht raus. Interessant auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir hier die Zahnräder finden, dann können wir hier was machen. Okay, alles klar, dann weiß ich erstmal Bescheid. Ja, also im Prinzip, das war zu Leon erstmal seine Vorgeschichte. Wie gesagt, er ist zu spät zum Dienst angetreten, weil er sich von seinem Partner sich, glaube ich, von ihm getrennt hat. Er scheint ein herzensguter Mensch zu sein, was ich auch so in Erinnerung habe, dass Leon echt korrekt ist. Und ja, er wurde halt ausgenutzt. Ne? Das ist immer scheiße. Kenne ich aus persönlicher Erfahrung. Von daher, alles gut, Leon. Wir verzeihen dir. Du bist dennoch ein sehr, sehr guter Charakter. Und noch was habt ihr mir geschrieben. Ich komme gar nicht daraus, ich komme gar nicht hinterher mit den Tipps. Ihr habt mir noch was geschrieben. Und zwar, hier in den Einstellungen. Wo war das denn? Monitoreinstellung Reset. Also ihr hattet geschrieben, dass man hier automatisches Zielen... Wartet mal. Dass man hier irgendwo Auto-Aim einschalten kann. Hier. Auto-Aim. Ha, wir haben hier Auto-Aim. Allerdings muss ich das mal gucken. So. Alles klar. Auto-Aim. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, ob wir hier noch alles gleich haben. Wechseln, was? Nee. Wir haben alles gleich. Okay, wir haben hier einfach... Sehr cool. Wir haben jetzt Auto-Aim eingeschaltet. Auch vielen Dank hier an eurer Stelle. Meiner Stelle an euch. Wäre ich nie drauf gekommen. Okay, alles klar. Dann testen wir das doch gleich mal aus, indem wir hier reingehen. Da sind wir höchstwahrscheinlich Zombies drin. Ach nein. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Ein Speicherraum. Ein kleiner Schlüssel. Och, wo war denn jetzt nochmal der Schreibtisch dafür? Okay. Auf jeden Fall ein Speicherraum. Ja, das ist doch schon mal gut. So, was haben wir hier noch in diesem Raum? Ein Zeitschriftenständer. Keines der Bücher sieht hilfreich aus. Oh, da liegt ein Buch, was wir lesen können. Tagebuch der Sekretärin. Ah. Aha. Ach, Quatsch. Ach, Mist. Kann ich euch mal die Datei an sich zeigen? Tagebuch der Sekretärin. Hier. Das möchte ich lesen, Leute. So. 6. April. Ich habe heute aus Versehen eine der Steinstatuen im Obergeschoss bewegt, als ich mich dagegen gelehnt habe. Als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Ich schwöre, er hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Statuen bloß nie wieder anzurühren. Was zur Hölle? Okay. Wenn die Dinger so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. Ein
Kommentar. 7. April. Ich habe gehört, die ganzen Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist. Wo er diese ganzen hässlichen Dinger findet oder wo er das Geld hernimmt, um sie sich zu leisten. Wo er sich das Geld hernimmt, ja. Ich sag mal nichts. 10. Mai. Es hat mich nicht überrascht, als der Chef hat heute mit noch einem großen Bilderrahmen in der Hand ankam. Diesmal war es ein wirklich scheußliches Gemälde von einer nackten Person, die gehängt wird. Oh, das haben wir gesehen. Das haben wir über dem Kamin da gesehen. Mich schauderte bei dem Anblick, bei dem Gesichtsausdruck des Chefs, mit dem er das Bild anstarrte. Ich verstehe nicht, wie jemand sowas als Kunst bezeichnen kann. Ja, also der Polizeichef, der scheint auch nicht mehr alle Latten am Zaun zu haben hier. Ja, der Herr, gewisse Herr Irons, ne? Aber mit dem werden wir noch zu tun kriegen. Das verspreche ich euch. Mit dem, spätestens im zweiten Durchgang werden wir ihn zu Gesicht bekommen. Und ja, er ist ein Verrückter. Tatsächlich. Da hat die Sekretärin nicht ganz unrecht. So, warum ich jetzt nochmal zurückgehe? Ich möchte direkt diese Schublade aufmachen. Weil ich möchte das nicht anfangen, hier mit Schlüssel aufbewahren und die dann am Ende nicht nutzen. Sowas. Von daher, sorry, wenn ich jetzt nochmal hin und her laufen muss. Aber es ist ja nicht so weit weg. Es ist ja schon hier. Es sollte ja eigentlich schon hier sein. Ne? Es sollte ja... Genau, hier, seht ihr, das ist gar nicht so weit. Schlüssel benutzen. Ja, benutzen. Was haben wir da? Was ist das denn? Waffenteile. Was zur... Okay, prüf das mal. Sieht aus wie Teile einer Schusswaffe. Ja, die kannst du doch mit der Pistole verbinden, Leon. Guck mal da. Handfeuerwaffe. Prüfe. H&K VP 70 SF mit Schnellfeuereinrichtung. Kann automatisch Dreiersalven verschießen. Oh. Das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Also jetzt haben wir hier, dass die automatisch schießt. Wir können es auch mal auf manuell lassen. Ich werde das mal ausprobieren mit dem automatisch. Vielleicht bringt das was Gutes. Ich meine, die Zombies, die brauchen ja generell immer so 6 Schuss. Ne? Also von daher. Wobei das auch eine ziemliche Muni-Verschwendung am Ende sein kann. Ich weiß nicht. Ich werde es halt mal ausprobieren, aber wenn ich merke, dass die Muni verschwendet wird, dann werde ich das schleunigst wieder umstellen. Was hat denn Leon jetzt da in der Hand? Was ist denn mit seinem... Hä? Wartet mal. Der hat jetzt irgendwas? Irgendwas hat er in der Hand. Ah, okay, schaut mal. Dieses Ding ist aber auch fett, ne? Schaut euch das an. Fettes grünes, einen fetten grünen Halter hier. So, gut. Alles klar. So, Freunde, wir hatten noch keine Zombies in dieser Folge. Was ist denn hier los? Jetzt aber kommt. Rein hier in die Tür. Wir könnten hier zwar abspeichern, da lag, glaube ich, auch noch ein Farbband, aber... Nein. Da! Auto-Aim funktioniert. Ah! Wenn man ein bisschen gedrückt hält. Wenn man einmal drauf drückt. Genau. Ey, das ist gar nicht... Das ist voll geil. Das ist voll geil. Oh, da ist noch einer. Den können wir noch einmal drauf schießen. So. Ich weiß halt nicht, ob es dann Muni-Verschwendung ist, aber... Boah. Der Zombie, der brennt. Hier brennt's. Das ist ein Helikopter. Wow. Da kriege ich sogar Schaden dran. Okay. Leon, dann gehen wir da raus. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Immer erst eine Dreiersalve.
und dann einzelne Schüsse. Ich glaube, so werde ich das machen. Okay, da hinten brennt's. Interessant. Da können wir auch dann irgendwann rein, aber... Erstmal hier rein. Das ist unser einziger Weg jetzt hier. So. Okay, was haben wir hier? Okay, ich höre hier etwas, was das mir gar nicht gefällt. Gehen wir erstmal hier rein. Sie haben das Schloss geöffnet. Okay, wo kommen wir da raus? Wo kommen wir denn hier raus? Ah! Wo wir die ganzen Kräuter gefunden haben in der, beim vorletzten Mal. Cool! Okay, jetzt haben wir hier quasi eine Abkürzung geschaffen. Hilft aber alles nicht, wir müssen da weiter, wo die gemeinen Geräusche herkommen. Hallo, hallo Vögelchen! Lass sie mich in Ruhe, oder was ist los? Auf jeden Fall ist hier eine Leiche. Er ist zu Tode gepickt worden. Ah! Patronen. Um Gottes Willen. Lad mal nach, Leon. Die fliegen! Warum das denn? Gibt's hier irgendwas für mich? Geh weg, blödes Ding. Och, um Himmels Willen. Ah! Boah, ey, seid ihr... Boah, macht doch nicht so was mit mir. Geh raus hier. Alter. Alter Schwede. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ei, ei, ei. Gut, hier geht uns doch noch was ab in dieser Folge. Okay. Mein Herz. Gut, wir sind hier in diesem Riesenbereich. Was haben wir denn hier jetzt? Okay, was ist das hier? Oh Gott, ein Wasserdruckventil. Daran steht, Vorsicht, zu hoher Druck kann zum Platzen des Wassertanks führen. Okay. Wassertank wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn der platzt, weil, hier seht ihr das, da ist dieser Hubschrauber. Aua! Um Gottes Willen. Das macht zum Glück keinen Schaden, aber... Das hier ist ein Helikopter. Der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Der ist hier abgestürzt. Da konnte einer wohl nicht mehr fliegen damit. Okay. Interessant. So. Wir haben hier noch nichts, aber wir können hier runter. Und was haben wir hier jetzt? Ui, noch ein paar Zombies zum Abschluss. Sehr schön. So. Bisschen mit der Muni aufpassen. Genau, Einzelschüsse kann man zum Glück dann auch noch machen, kombiniert. Okay, das ist dann auch schon mal gut. Alles klar. So, Leon, ziehst du irgendwo drauf? Nein, okay. Da ist der nächste. Gut, dass ich das Auto-Aim rausgefunden habe, ey. Danke für den Tipp, Leute. Das ist echt wunderbar. Bams. So. Aber so eine Munitionsverschwendung ist das zum Glück gar nicht. Seht ihr noch? Die leben noch. Okay. Weil man kann das ja aussuchen, ne, ob man eine, zwei oder drei schießt. Von daher, die sind tot. Okay, wunderbar. Ja, sehr wertvoller Tipp. Dem Auto-Aim. Puh. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Stadtgebiet wieder. Ah, okay. Wir sind wieder in der Stadt. Alles klar. Dann ab in die Tür, Leon. Ab in die Tür. Ja, das war doch... Ja, die Folge war doch ganz ereignisreich, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier für ein Raum? Geht... Scheint nicht oft benutzt worden zu sein.
Okay, ist wahrscheinlich schon seit einiger Zeit kaputt. Irgendein Trafohäuschen, nichts Besonderes. Gut, da haben wir eine Tür. Ui, Items, schaut euch das an. Was ist das denn da? Ah, das sieht so aus wie... Ja, genau. So ein Ventil. Freunde. Weiß ich auch schon, wo wir das benutzen können. So, da liegen noch sehr vertraute Items für mich. Munition. Oh, ja, definitiv. Und Farbband. Hier könnte man speichern. Aber brauchen wir nicht. So. Jetzt kommt eine Sache, wo ich mich noch gut dran erinnere. Schau ich das an. Schaut euch das an! Da kommt Zombies durch die Tür. Ich würde mal gerne wissen, was dahinter ist. Ja, also, als ich das damals gesehen habe als Kind, ich war so, habe ich so erschrocken bei den Dingern. Echt. Ich würde gerne wissen, was hinter der Tür ist, ob das überhaupt geht. Ich weiß, es ist jetzt. Doch, man kann dahin. Es ist wahrscheinlich. Ich lasse mich das wahrscheinlich einmal beißen. Es ist viel zu gefährlich, vielleicht daraus zu gehen. Okay, das war sinnlos. Verdammt. Okay. Oh Gott. Leon, du hältst dich schon. Das lasse ich erstmal so, kommt. es ist viel zu gefährlich, rauszugehen. Okay. Alles klar. Ja, sehr schön. Dann können wir ja gleich da oben bei dem Hubschrauber weitermachen. Gott. Nee, komm, nimm das Grüne. Ich krieg mit Sicherheit noch irgendwo anderwertig ein Grünes. Ich meine, die gibt's ja hier wie Sand am Meer. Gut, alles klar, liebe Freunde. Dann würde ich mal sagen, bis hier mit dem Hubschrauber weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, da würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.